Yo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge YouTubers Live. Ich bin's wieder, euer Turbsen. Heute wieder die Webcam ein bisschen verändert. Ich habe mich ein bisschen dunkler gemacht. Ich hoffe, das ist besser so. Aber dann würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Vielleicht kommen wir auf 60.000 Abonnenten. Das müssen wir gucken. Wie gesagt, wir legen einfach mal los und dann gucken wir mal. So, und es lädt. Aber wir hatten 103 Euro, das sah auch gut aus. So, was wollten wir jetzt als nächstes machen? Wir haben einen neuen Rechner gekauft. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal ein Spiel, das kommt immer noch gut an. Wir machen direkt das nächste Gameplay davon. Das sieht alles nur gut aus, 21 Rennen. Warte, können wir hier irgendwas ändern? Nee, noch nicht. Ah, da müssen wir noch überall neue Sachen kaufen. So, tipp mir erstmal Turbsen zockt ein. Turbsen zockt. So, und dann gucken wir mal, ob wir das jetzt gut bearbeiten können. Und ich bin irgendwie diesmal sehr durchsichtig, außer jetzt. Aber mir gefällt es besser. So, wink eine Begrüßung. Hä? Hier gab's ein Update. Hier gab's ein Update, hier sind jetzt Gesichter und sowas. Fragezeichen, ja super. Ach, kann man sich jetzt einfach sowas aussuchen oder was? Oder hat man jetzt Glück hier? Also ich verstehe das nicht ganz, ne? Ich verstehe das nicht ganz. Ja super, es kam jetzt nicht so gut an. Was ist das bitte schön für ein Update? Vorher konnte man wenigstens sehen, was man so ungefähr braucht, ja? Mann! Was haben die Entwickler gemacht? Gibt es jetzt auch einen anderen YouTube-Status, den man irgendwie machen kann? Oder haben die das Update trotzdem immer noch nicht gemacht? Irgendwie bin ich gerade ein bisschen angepisst auch, ja? Was ist das für ein Update? Egal, wir rendern mal das Video und gucken, wie es ankommt. Das sieht auch ganz anders aus. Okay, aber eigentlich nicht schlecht. Sieht schon cool aus, aber Interesse 53, Inhalt 315, Videoqualität 283 und Nachbearbeitung 679. Okay, drück mal auf Hochladen. Die haben das Design halt ein bisschen verändert. Ich hoffe, das tut dem Spielgeschehen jetzt nicht allzu viel. Aber wir gucken einfach mal, wie das sonst noch alles so aussieht. Sollte ja alles gehen irgendwie. So, ausgeschlafen sind wir jetzt. Jetzt essen wir noch eben was. Bis jetzt sind die Abonnenten noch fröhlich. So, wir essen noch eben was und wir gucken mal, ob sich noch irgendwas geändert hat, außer halt das. So, was passiert jetzt? Wir gehen erstmal eine Runde einkaufen. Nein, du kannst es nicht an meinem PC. Und gehen hier auf PC World und gucken, was wir uns so Neues kaufen können. Ja, eine Tastatur, Maus, Webcam, Mikrofon. Creative Cam, die können wir mal machen. Ja, die können wir mal machen. Pro Life. Black Ray Kopfhörer. Können wir das noch kaufen? Ja, das passt neu ins Budget. Oh, neues Schnittprogramm. Okay, ich glaube, erinnere dich daran, dass Creative Cam, bla bla bla, keine Ahnung. Ein paar Punkte frisst, glaube ich. Ich habe es gerade leider nicht genau gelesen. Ich glaube, die haben die Designs hier auch ein wenig verändert. Ah, ist auf jeden Fall ein bisschen was neu, was nicht unbedingt schlecht ist. Es sollte auf jeden Fall recht cool sein hier alles. So, und da ist es ist auch schon das neue Programm. Wow. Schon 60.000 Aufrufe. Das kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Und wir haben schon 56.000 Abonnenten.
Alter, das kommt hier mal mega gut an. Ist es noch hier im Trend, das Video? Ach, im Moment noch. Wir machen ein Gameplay davon und kaufen dann ein neues Spiel. So, wir können jetzt hier normale Auflösung einstellen. Hier ist noch kein Filter, können... Das ist immer noch gleich. Okay, wir haben nur ein neues Schnittprogramm. Arbeitsplatz ist immer noch das alte. Ja, dann gucken wir einfach mal, ob sich auch vom Schnitt her irgendwas geändert hat, außer halt diese komischen Smileys jetzt. So. Immer noch die Smileys. So, hier haben wir einiges. Dann machen wir... Was machen wir denn mal? Wir brauchen noch ein bisschen Skript und Schauspielern. Anscheinend kommt das jetzt alles gut an. Okay. Wir brauchen noch ein bisschen Sound. Das steht fest. So, was brauchen wir denn noch hier? Eigentlich brauchen wir noch mal Sound. Es hat auch noch mal extra Punkte gegeben. Als nächstes brauchen wir hier nochmal Schauspielern. Aber machen wir mal das, mörderischer Blick. Und als nächstes machen wir Verabschiedung mit Kuss. Das sind, glaube ich, auch alles ein paar neue Sachen. Schon ein bisschen komisch. So. Ja. Hauen wir das noch rein und das. Können wir das noch machen? Und das passt nicht ganz. Das sollte uns aber jetzt mal... Oh, hier sind jetzt auch neue Sachen dazugekommen. Jetzt können wir Kontrasteinstellungen machen. Schnitt haben wir alles. Dann machen wir noch weicher Fokus. Und das war's dann auch. Wir verlieren gerade Abonnenten. Schnell rendern hier. Das sollte jetzt alles sehr, sehr schnell gehen. Oh, neuer Rekord bei Videoqualität. 321. Das sieht gut aus. Bla bla bla, Isabel. Bankangelegenheit an. Wir würden Ihnen gerne unsere Verbraucherkarte. Lass sie reden. 5% Steigerung. Sprich, wir kriegen ein paar Abonnenten dazu. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. So. Also diesmal sollte das hier ja ganz ungewohnt sein, weil es ein bisschen dunkler ist, die Webcam. Aber ich dachte, damit es nicht ganz so auffällig hier ist, hier die Webcam, und man dahinter noch ein bisschen was sieht, dachte ich, ich lasse sie mal so, weil mir gefällt die so eigentlich. Und das Hochladen geht jetzt auf jeden Fall auch schneller. Ich glaube, die Zeit geht schneller rum, ja. Das kann natürlich sehr, sehr gut sein. Okay. Akzeptieren, winkende Begrüßung. Vorsichtig. Oh. Boah, das ist auch geil. Man kann jetzt hier einstellen, was man haben will. Karten pro Intro und was man nicht haben will. Also das ist auf jeden Fall sehr geil. Also kann man hier eintragen, das will man dabei haben oder das will man nicht haben. Dann kann man die Videos besser bearbeiten. Okay, das ist auf jeden Fall eine schöne Neuerung. Was haben wir hier noch? Das ganze Menü wurde verändert. Kartenübergang. Dann haben wir hier noch Kartenhauptteil und zum Schluss Kartenoutro. Wurde noch etwas verändert. Nein, das ist hier beim Alten geblieben. Das sieht noch genauso aus. Sieht hier als... Okay, 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 okay. Das sieht auch noch recht normal aus. Gucken wir hier unten nochmal rein. Das sieht auch alles noch normal aus. Kanto VG Show. Und das Video kommt wieder recht gut an. Und wir haben die 60.000 Abonnenten geschafft. Ja, wenn ich hier auf Kurs gehe, wie sieht das dann aus?
Wir machen einfach mal den Kurs hier weiter. Das sieht dann alles gut aus soweit. Wir gucken noch, wie das Video ankommt. Also diese Folge wird diesmal nicht so viel Gameplay, weil ich erstmal auf die Neuerung hier mir die beim nächsten Mal genau angucken muss, bevor ich hier die nächste Runde für morgen mache. Kann es sein, dass sie die Grafik auch ein bisschen verändert haben? Sieht auf jeden Fall irgendwie so aus. Das spielt wieder an unserem PC. So. Ja, und macht direkt den PC kaputt. Das ist natürlich geil. Ja, da würde ich auch sagen, beende ich mal hier die Aufnahme und guck mir mal im Laufe des Tages vielleicht in dem Stream, der heute um 19 Uhr startet, statt angekündigt um 20 Uhr. Der Stream startet heute auf Twitch. Verlinke ich nochmal unten in der Beschreibung. Um 20 Uhr Call of Duty und eventuell noch YouTubers Live. Vielleicht zocken wir hier das Gameplay ein bisschen weiter. Ja, da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, was ich besser machen kann. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Tobsen. Und tschüss.